Ja, ihr wisst, was ich meine. Wenn man die Stadt zum Beispiel Gotham benennt oder ein Schiff Nautilus, das Achievements eben. Der Besatzung dieses Schiffes kann man blind vertrauen. Die sind da auch dabei und die meisten Achievements sind eigentlich durch Kriegshandlungen beziehungsweise Sammelaufträge zu erreichen. Also zum Beispiel gibt es für eine Quest, also einen Auftrag, da muss man drei andere erfüllen, dann bekommt man genau das, nämlich 300 dieser Rubine, die man braucht, um Dinge freizuschalten. Wo war ich jetzt? Also für einen bekommt man 300 dieser Rubine, allerdings muss man dafür drei andere Aufträge erfüllen, und zwar in einem Spiel. Jetzt ist die Frage natürlich, schafft man das überhaupt, dass man sie in einem Spiel löst? Und ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert, wenn man die Voraussetzungen für das Achievement hat, aber das Achievement eigentlich schon bekommen hat, aber in einer anderen Mission, also... Ich finde es recht interessant, wie die diese Achievements verknüpft haben. Und es gibt auch Aufträge dafür, besiegen Sie Leif Jorgensen nach frühestens 2 Stunden oder besiegen Sie 10 Mitspieler in Multiplayer-Partien, um das Achievement Heuldach freizuschalten. Das bringt genau 20 Rubine. Oder so Diamanten eben, was das eben sind. Also ich weiß ja nicht, also für kriegerisch angehauchte Spieler wie jetzt Dirk zum Beispiel ist es ja sicher spannend. Aber für friedliche Aufbauspieler wie mich ist das eher unmöglich zu erreichen im Prinzip, weil ich will friedlich meine Siedlung aufbauen. Gelegentlich mal ein kleines Geplänkel führen, ja, aber doch nicht den ganzen Spieler ausschalten. Da habe ich ja das restliche Spiel dann keine Konkurrenz mehr. Dann kann ich also ein Multiplayer-Spiel in ein Solo-Spiel machen. Komm jetzt nicht auf dumme Gedanken, Dirk. Let's play. Nur Dirkus. Let's play alone, Dirkus. Ach, das wäre noch lustig. Dann bin ich als Zuschauer in der Partie. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Alone mit Dirkus und also, ja, notwendiges Übel, Absurdus. Ja. Ich will das gar nicht weiterdenken, das lassen wir mal. Schlimm ist das gar nicht. Ich würde das lustig finden. Ja, ich glaube, damit bist du ziemlich alleine. Ja, das stimmt schon. Vielleicht. Vielleicht? Vielleicht. Gut. Kann. Also wenn du willst, kann ich dir auch schriftlich geben, aber... Jo. Ich gebe dir dann gleich meine Adresse durch. Die habe ich schon, danke. Ja. Die hast du mir mal gegeben, ja. Die habe ich in einem Textdokument abgespeichert. Ach so, okay. Habe ich jetzt gar nicht mehr gewusst. Ich stimme dem Handel zu. Ich habe außergewöhnliche Waren für euch. Ich habe gleich mein zweites Korsaren. Ihr kommt zu. Damit fairer Handel. Damit bin ich einverstanden. So, ich habe jetzt meine Schiffe, die Segel kaufen lassen, und die will ich jetzt an die anderen Schiffe übergeben quasi. Ich muss Bücher machen. Siegen, die habe ich auch irgendwo. Schaha habe ich auch. Blixbier. Habe ich auch. Die Auditore ist hier. Motor und 2, die Meira, die will ich haben. So. Ich habe nämlich alle Schiffe jetzt unten in der Leiste. Das siehst du dann bei der Aufnahme. Werde ich dann ja sehen. Aber jetzt muss ich die Kontore noch nachholen.
Steindorf, kommt hierher. Das ist Atlantis, das habe ich, das ist Thonbach. Ich will sie gar nicht ausbauen. Ne, guck dir das doch mal an. Moment. Was meinst du, wer gewinnt? Meine Entermann. Dieses Schiff hat mich ein klein. Ist das das Schiff, das ich versucht habe zu kapern? Ja. Okay. Ich habe das damals echt für eine große Kaufmannskacke gehalten in meiner Idiotie. Oh, das ging ja schnell. So schon. Ist das dein Schiff jetzt, ja? Ja. Wahrscheinlich, weil das so beschädigt war. Mhm. Kaum mehr Mannschaft an Bord, ja. Die Ikara hat den Bonus schon, die Meira noch nicht. Ich finde das irgendwie blöd, dass man den Marktplatz nicht irgendwie aufrüsten kann oder so. Weil der. Auf was willst du denn aufrüsten? Ja, auch verbessern, dass der schöner aussieht. Guck dir den nochmal an. Ja, es ist schon richtig, das sieht nicht so sonderlich. Ja, hübsch aus, aber. Du weißt, was ich meine. Okay, das braucht nicht unbedingt die Beschleunigung, aber die Ikara hat, die Meira hat jetzt, das muss ich noch anlegen. Hast du eigentlich Milch für mich? Kommt das drauf an, Ziegenmilch? Ja. So 80 Tonnen oder so. Was brauchst du 80 Tonnen? Warte, oder? Wenn es ich kann dir 40 ist, verkaufen. Ja, 40 ist auch gut. Und zwar in Dajin. Ich gebe das zum Verkauf frei. Dajin, du musst hier erst hinfahren. Dajin, nicht Dajin. Okay, Dajin. Weil jeder, der Fast and Furious 3 gesehen hat, also der, der eigentlich der ganz letzte ist, weil Han da ja stirbt, weiß, woran mich Dajin erinnert, wenn man das so ausspricht. Nämlich ein Gaijin, das japanische Wort für ja, Außenseiter oder Ausgestoßener. Ach so, also willst du den Orient ausstoßen? War nicht absichtlich. Jetzt kannst du wirklich froh sein, dass wir hier keine LAN-Party machen und neben mir sitzt. Denn spätestens jetzt wäre irgendwas geflogen. Ah, pass der auf, dass der Orientierer nicht die ganze Milch wegkauft. Was er wollte. Nein. Nur 3 Tonnen. Ach. Die produziere ich eh gleich wieder nach. Meine Milchplantagen, also meine Milchplantagen. Ja, Milch wächst auf Bäumen, dann baut man auch Milchplantagen, ist ja klar. Genauso wie Werkzeug, das ist ja. Meine Ziegenfarmen produzieren sowieso im Übermaß, also. Eine Werkzeugplantage ist doch was Schönes. Ja. Allerdings, das ist sie. Oh, ich vergesse mal, was ich gerade machen will. Die will ich noch, genau, die will ich noch mit dem Tuch aufrüsten. Mein Schiff mit dem Glas steht da jetzt bestimmt schon 10 Minuten. Dann steht's da ja gut. Ja. Es laggt gerade derbst. Ja, und vor 10 Sekunden hat's bei mir derbst geleckt. Das kommt aber, das fängt ja, bei mir an und dann zieht das zu dir rüber. Ja, obwohl meine Internetverbindung ist nicht mal ganz ausgelastet. Aber meine. Ich sehe nämlich gerade über den Upload und die Download-Geschwindigkeit. Nicht erfüllen. Nochmal eine Dumme. Da ist sie. Ohne Flotte! Der hat wirklich. Die stolzen Schiffe des Orients. Der kapert ohne Rücksicht für Sahnschiffe. Ja. Du. Ich nehme von dir, was die mir. Die machen ja gar nichts. Es ganz geht doch. Mit Menschen.
Beseitige die Blutspuren und das Ach, Schiff ich hab so viele Schiffe. Da war es jetzt gerade. Jetzt kann ich wieder ganz durchgehen. Da. Meine Handelsschiffe haben neue Waren aus dem Kaiserreich an Bord. 20 Minuten müssen jetzt da sein. Mehr Zeit ohne Ende. Oh, Indigo. Indigo ist immer cool. Ist die Ika da? Ich suche gerade ein bestimmtes Schiff von mir. Ah, die Siegel. Okay, die ist gerade mal so weit. Das heißt, die Wotan, die sollte hier möglichst schnell rauffahren. Blutrünstige Entermannschaft. Enterstärke sehr hoch. Schade, dass ich die für einen Auftrag brauche. Ich hätte nämlich einen Auftrag von Alsa hier bekommen. Ach, das Schiff fährt da schon. So eine Scheiße. Jetzt ich dachte, kannst du erzählen. Wir müssen bis 26 Minuten da sein. In die Geldbörse gebracht. Ich dachte, wir müssen bis 26 Minuten da sein. Dann können wir gleichzeitig losfahren. Aber das hat sich ja jetzt wohl erledigt. Ja, ich glaube, den Auftrag kannst du knicken. Ein zufriedenstellendes Ergebnis. Ja, teurer gegen die Milch auch nicht. Ich habe den Normalpreis gelassen, ich habe den nicht höher gestellt. Aber es sind schon wieder 9 da, kannst du schon wieder kaufen. Ne, ich habe nur 40 gekauft. Damit ich meine Ausgrabung starten kann. Achso. Ja, langsam erhöhen sich auch meine Gesandten und damit auch die Steuern. Aber ich brauche Mosaik, das wird zu langsam produziert bei mir. Naja. Egal. Die Auditore, die braucht auch noch einen Segeltrug. Verdammt, ich übersehe das dauernd. Das sind eigentlich die Wotan. Ah, hier. Jawohl, und jetzt entern wir das Schiff. Ja, wird es heute noch was, oder? Ihr werdet wieder von mir hören. Ja, das ist, schau dir mal die Wotan an, die tuckelt einfach hinten nach. Ja, du musst ein Stück vorfahren, vor das Schiff. Ja, schon klar, aber... Und jetzt? Also. Fährt hinten nach im Gänsemarsch, das ist ja. Die Chancen für den Sieg meiner Mannschaft stehen gut, das ist sehr schön. Also nochmal, wie lange spielst du das schon? Friedlich, mein Freund, friedlich! Nicht kriegerisch, friedlich. Ey, guck mir das da oben mal an. Boah, leckt das gerade. Ja, derbst. Ein gegen Korsarenschiff. Ich habe irgendwie das Gefühl, welche Angriffsstärke hat das Korsarenschiff jetzt eigentlich? Warte. Ein Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit. 4. Ist nicht viel. Verdammt, ich hätte gehofft, das Handelsschiff gehört mir. Das zieht einfach von dannen. Und hinterlässt mir 40 Indigo. 41. Du träumst zu viel. Was? Du träumst zu viel. Aber später, ich habe ja meine Singleplayer-Welt, kriege ich nur noch so Aufträge und da habe ich letztens 3 große Handelsschiffe für einen Auftrag gekriegt. Was soll ich denn damit? Handeln? Nein, ich habe ja meine ganzen Handelsrouten ausgelastet. Du kannst ja auf Expedition fahren damit. Hey, gute Idee. Ich hab die alle kaputt gemacht. Ja, so kann man natürlich auch verschleißen. Ich lasse jetzt für eine göttliche
Erscheinung beten. Oder so. Hey, wir haben eine Stunde geschafft. Spiel gesichert.